Der lange Winter ist nun Gott sei Dank endlich vorbei. Er war auch viel zu lang. Zusätzlich hat mich persönlich geärgert, dass meine Volksbank nicht wie versprochen den Weg frei gemacht hat, sondern wir mussten selbst schippen. Und deswegen haben wir beschlossen, wir machen das mit den Fähnchen. Manchmal haben wir in unserer Sendung ja auch freudige Anlässe, obwohl es eigentlich so ganz freudig nicht ist, weil Frau Huth wird die Sparkasse Rehns verlassen. Aber es ist andererseits doch ein freudiger Grund. Ja, wie die meisten Rehnser schon erfahren haben, verabschiede ich mich in den Mutterschutz. Das ist halt mein Grund, warum ich die Sparkasse verlasse. Deshalb auch so ein bisschen lachendes und weinendes Auge. Aber ich freue mich einfach auf meine neue Herausforderung. Wie lange waren Sie jetzt hier in Rehns? 4,5 Jahre war ich jetzt hier. Eine Zeit, die unheimlich schnell vergangen ist. Kann man irgendwie was sagen? Was war das Schönste an diesem Job hier in Rehns? Das bin ich heute schon mehrfach gefragt worden und ich habe lange darüber nachgedacht. Ich kann einfach nur sagen, die Zeit insgesamt war eine schöne Zeit. Die Erlebnisse, die vielen Gespräche, die Kontakte, die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten, mit vielen Events. Dann haben wir ja auch hier Karneval mit unseren Kunden gefeiert. Ganz viele Aktionen, Maßnahmen und das im Gesamtpaket, kann ich einfach nur sagen, waren tolle 4,5 Jahre. Und ich werde die Zeit sicherlich in guter Erinnerung behalten und auch einiges davon vermissen. Sie bleiben ja auch der Sparkasse grundsätzlich treu. Grundsätzlich bleibe ich der Sparkasse treu. Ich habe auch auf jeden Fall vor, nach dem Mutterschutz wieder aktiv in den Dienst der Sparkasse einzutreten. Muss man mal schauen, wann das sein wird. Heute Morgen war dann eine offizielle Übergabe an den Nachfolger als Filialleiter, Herr Niemwegen. Herzlich willkommen hier in Rehns. Darf ich fragen, wo waren Sie vorher? Also vorher, das bezieht sich auf 20 Jahre. Ich bin seit August 1990 bereits Mitarbeiter der Sparkasse Koblenz. Und man kann bei mir wirklich sagen, back to the roots, weil ich habe in den ersten 10 Jahren meines Berufslebens bei der Sparkasse Koblenz bereits als Privatkundenberater in den verschiedenen Geschäftsstellen beraten, war aber dann circa 7 Jahre zentral in der zentralen Gewerbekundenbetreuung, habe dort gewerbetreibende Firmen und Gewerbekunden betreut und beraten. Ja, und jetzt liegt es mir am Herzen, meine über diese 2 Jahrzehnte gemachten Erfahrungen, mein Wissen auch der Bevölkerung von Rehns und Umgebung zur Verfügung zu stellen. Und darauf freue ich mich sehr. Neugierige Frage bei der Sparkasse, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten hat man denn? Gibt es jetzt Dinge, die Sie ändern können, wobei wir nicht sagen können, dass das dann irgendwie schlecht war, aber kann man als, ich meine, wenn wir jetzt mal einen ganz platten, blöden Vergleich bringen, ja, alle McDonald's-Filialen sehen irgendwie gleich aus. Bei der Sparkasse sieht man schon so ein bisschen Unterschiede. In der einen Filiale werden die Pflanzen besser gepflegt als in der anderen. Aber kann man auch grundsätzlich was gestalten? Ja, also wir wollen ja grundsätzlich auch bedürfnisorientiert beraten. Und von daher schauen wir uns die Bedürfnisse unserer Kunden in den einzelnen Segmenten an, also hier in Rehns, und haben da schon Gestaltungsmöglichkeiten, wie wir halt eben unsere Produkte den Kunden auch besser präsentieren können und damit auch eine kompetentere Beratung leisten können. So, ein paar konkrete Ideen schon? Die mache ich mir noch, die bleiben noch geheim und ich werde damit die Bevölkerung von Rehns überraschen. Also wir werden dabei bleiben. Nun hat sich nicht nur die Leitung geändert, auch im Team gibt es die ein oder andere Veränderung. Ja, also wir haben ein relativ frisch formiertes Team. Mein Name ist Stefan Schink, ich bin seit 2004 bei der Sparkasse. Mein Name ist Heinrich Höhlein und ich bin seit letztem Jahr bei der Sparkasse Koblenz. Mein Name ist Verena Feuerball, ich bin 29 Jahre alt und bin hier in Rehns in der Geschäftsstelle bereits seit 2007. Schönen guten Tag, ich bin Tamara Schmidt, seit 2007 bei der Sparkasse Koblenz und seit Ende 2009 in der Sparkasse in Rehns nach meiner Ausbildung als Beraterin tätig. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns, also Sie als Rehnser, spreche ich jetzt direkt mal die Bevölkerung von Rehns an, das gleiche Vertrauen entgegenbringen würden, wie auch der Mannschaft zuvor. Ich denke, das werden alle Rehnser machen. Ihnen einen guten Mutterschutz, Vielen Dank. Eine gute Zeit, dass alles prima geht und Ihnen einen guten Anfang hier in Rehns. Zum Wohl. Vielen Dank. Zum Wohl. Michael, wir müssen jetzt langsam mal vorankommen mit unserer Anmoderation, da ich noch putzen muss zu Hause. Ach du Arme, aber das ist ein gutes Stichwort. Nachdem die Aktion Rehnsputz munter wegen starkem Schnee noch einmal um 14 Tage verschoben werden musste,
trafen sich am 20. März fast 100 Freiwillige am Bahnhofsvorplatz zu dieser Landschaftssäuberungsaktion. Zum 6. Mal heute. Die meisten von euch kennen das Prozedere schon. Die Vereine waren angeschrieben und die Reviere sind zugeteilt. Ich rufe das einfach nochmal hier auf. Und dann schauen wir mal, ob genügend Helfer jeweils in den einzelnen Revieren sind. Das beginnt mit dem TUS Rhens, B9, JIP, Stadteingang Rhens Süd, von Brücke Rhens 3, Kreisverkehrsanlage Weg parallel zu Aldi, Mainzer Straße bis Beginn Bebauung. Sammeln wir deine Leute um dich, reicht. Ihr seid genügend. Nächstes Revier, das ist die B9, Umgehungsstraße links und rechts, Concordia, Männerchor, CDU Stadtverband. Lass mal gerade Hände hoch, wie viel das sind? Das sind ein paar. Könnten wir vielleicht noch durch zwei, drei Erwachsene ergänzen? L208, Abstappausgang bis hoch Königstuhl, Friedenskreuz, wenn möglich auch oben auf die Höhe vom Judenwald, Reitenfahrverein, Country Club, SPD-Ortsverein. Noch ein, zwei dazu. Können wir noch mal voll machen. Ja. Heringssalat. Das ist kein Abend. Er spült. Das Kind wird bohren. Spaß muss sein. Dann der Generation. Jede Bierflasche aus der Sekt geholt. Könnte man, glaube ich, schon für das alle mal in eine Trinke. Als Dankeschön gab es dann im Kaisersaal für alle Helferinnen und Helfer eine leckere Gulaschsuppe. Meter könnte